این چه رازه که میمونه همه حرفم نیمه کار Viele lange Jahre lang mussten sie sich verbergen, verstecken, verkriechen. Gutes Theater, leeres Theater. You have to keep in mind that everything I told you today is 50% made of lies. And I'm never gonna tell you what part is the lie and what part is the truth. So you'll have to figure it out yourself. So you're welcome to the new National Theatre of Nigeria. What if the National Theatre of Nigeria becomes an architectural masterpiece where Nigerian artists and their international counterparts can come together and discuss their profession. Where you are is called Bariga. Bariga is a community in Lagos. So you are welcome to Bariga. This is my mother's house. Just behind me is the toilet for the tenants. So sometimes when we are performing, some tenants want to go to the toilet. We make way for them. They go and we continue our performance. I want the actress to cross to the other side of the stage. And as she crosses, I want three actors to walk across the audience. And as they walk across, I want them to do that. Go on, go on. Okay, stop. Go on. Go on. I want a bike to drive right across the dancers. I want my body to move to my heartbeat. And as my body is moving, I want the camera to move right across. من الان به تالار وحدت میرم. روی صحنه پرده ها باز میشه و شما اونور به عنوان تماشاچی ها نشستی. یه لباس خیلی گشاد تنمه با لایه های خیلی زیاد که یه جورای شبیه عروسک شدم، مثل یه پاپت. بعد از انقلاب کوشش شد که تالار رودکی استفاده های دیگه ای ازش بشه، حتی تبدیل بشه به پارلمان جمهوری اسلامی که خوشبختانه بعضی از سیاستمداران و افراد ذی نفوذ مانع این شدند. Man sieht, wie der Schach von Persien und der amerikanische Präsident sich zutosten mit Champagner und sie sagt Astaghfirullah. Was so viel heißt wie möge Gott ihm verzeihen. Teilweise zu den Bestzeiten 4.500 Mitarbeiter, jetzt sind es unter 2.000 und 400 weitere Personen sollen noch dieses Jahr gestrichen werden. Der Blick auf das Bühnenbild wird zu Vorstellungsbeginn schon freigegeben sein. Das Bühnenbild wird aus einer Kulisse bestehen. Aber ich glaube, dass paradoxerweise gleichzeitig nichts so Konkretes wie Geld und daher auch nichts so Konkretes wie die Geldwirtschaft und nichts so konkret wie eine Institution, die Geldwirtschaft betreibt und daher möglicherweise die Abwicklung von Banken vielleicht auf
ein sehr viel eindrücklicheres Symbol sind für diese Welle der Transformation, in der sich unsere Gesellschaft befindet, im Vergleich zu dem behüteten Dasein, das unser Theater führt. Es könnte sein, dass diese Bewegung 40 Jahre lang im Repertoire zu sehen gewesen ist. Es könnte sein, dass hier die Zeit zum Raum geworden ist. Take a seat, three in the back, two in front, or in this case, one in front. Below the stage of the theater and are looking in the direction of the seats for the spectators. The edge and the ceiling of the underground garage is the stage border of the performance space. This constructional feature separates the audience from the stage area. It doesn't leave any flexibility for rearranging the theater space. The performers and audience will never be able to meet in the same space. The stage will remain the stage, the auditorium an auditorium, and the parking garage a parking garage. We're sitting in the Michigan Theater, where Henry Ford first, before this theater existed, developed the quadricycle. Then the theater was here, and there was car first, then there's theater, and now we're sitting where the car and the theater coexist, if you will. That kind of conceptually seems kind of interesting. But what that begins to ask, we're looking at the theater's decaying walls, and it begins to ask, I'm not trying to make the connection of a decaying walls to a decaying city, but really to a decaying idea of what theater is. Okay, so we are now heading to Beirut, which is an exciting city, but at the same time, it's a city that can flip very quickly, so it can be tense sometimes. This is why I'm going to ask you to stick with me, your guide, all the time. During the years of the conflict, there was one lady called Umm Walid who decided to open a brothel, a bordel, in the sector. And because she saw the need for the young men who were fighting on both ends of the barricades to be intimate with women, but also to have a place to rest and to have drugs if they wanted. So she opened this bordel in the first and second floor of the building because she wanted it to be concealed. And on the ground floor, there was a bookshop. And the bookshop had two entrances, one from the sector, from inside the sector, and one from outside the sector, from the road leading towards the sector. Now, this is where the plot picks up, because in order to go to this place, you needed to know a code. And the code was very simple. You went to a taxi driver, you stepped into his car, and you gave him a piece of underwear. And the taxi driver would take the underwear and tie it on the radio antenna of his car. And he would drive. And the snipers and the shooters would see the underwear, so they would understand that this car is going to the brothel, so they won't shoot at it.
مخبرهم خبرية اي خبرني بعض ماني مخبرهم كلنا مخبر بعض مثلا شو معك مسؤول بالحركة يا طيب اهلا وسهلا هاي نقطة عسكرية لألنا خبرني نعم. شو بتريد شو شو بتريد حبيبي ماشي عم خبرهم خبرية هن سواح عم خبرهم خبرية انا سواح شو جايين من ألمانيا لا مع السلامة انا مهندس معماري ايه اسمي راني رشة ايه. بيي اسمه فايق رشة حسن حسين حمود ايه. صديق اللي حلقت دقن الشيوخة من دخلنا ايه. الغميق Ja, herzlich willkommen zur Mönchengladbach-Tour. Mein Name ist Norbert Krause, ich bin Aktionskünstler, komme aus Mönchengladbach, wohne in Mönchengladbach und zeige euch heute mein Mönchengladbach. Und ich sage ganz bewusst mein Mönchengladbach, weil es gibt natürlich verschiedene Mönchengladbacher, je nachdem, wen man halt so fragt. Hier an so einem, ja, sagen wir mal, eher sehr unwirklichen Ort. Das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, sich darauf einzulassen. Und glücklicherweise gibt es aber Hilfsmittel, die einen dabei unterstützen. Skateboarden dürfen wir auch nicht und Rollerblades dürfen wir auch nicht fahren oder halt Rollstuhl fahren, aber Inlineskaten können wir hier nicht machen. Und was wir hier auch machen dürfen, ist zum Beispiel Mau Mau spielen und dabei was trinken. Ich kann auch leider nicht anders. Öffentlicher Raum weicht pseudo-öffentlichem Raum. Der Unterschied, im öffentlichen Raum bringen Sie Ihr Bier selber mit, im pseudo-öffentlichen bestellen Sie es besser bei der Bedienung, verwechseln Sie das, ist der Ärger vorprogrammiert. Aneignung fängt im Kleinen an, wobei Klein hier nicht mit unbedeutend verwechselt werden darf. Gönnen Sie sich, sobald das Wetter wieder ein wenig wärmer geworden ist, doch 1-2 Quadratmeter öffentlichen Raum. Stellen Sie einen Tisch und ein paar Stühle auf, nehmen Sie eine Kanne Kaffee und ein paar Tassen mit und schauen Sie, was passiert. Sehen wir den öffentlichen Raum als einen gemeinsamen Raum, als viertes Zimmer unserer Drei-Zimmer-Wohnung, als einen Ort der Möglichkeiten und als Bühne für jedermann. Ja, natürlich. Warum drei Bühnen, meine Damen und Herren? Das werden Sie sich sicherlich gefragt haben. Nachdem bei beiden Stücken der Vorhang gefallen ist, sehen Sie an dieser Stelle eine symbiotische Verbindung beider Stücke zur Transkultur. Herzlich willkommen im freiesten Staatstheater aller Zeiten. In dem riesigen Gebäude befand sich außer ihm keine Menschenseele und so begann er, ob dieser Einsamkeit, leises Unbehagen zu empfinden, das schließlich in Furcht überging. Darüber fiel ihm plötzlich die entscheidende Idee und er sah genau vor sich, was er ändern könnte, um seinem großen Traum näher zu kommen. Düsseldorf in der südlichen Innenstadt. Nicht, dass all diese Häuser, diese alten Körper besonders schön wären.
Sie sind wie alte Gesichter. Sie haben Falten, Risse, Warzen, Runzeln, Verfettungen, Verfärbungen. Sie sind welk und morsch. Aber die Behausung der Geister zerstören, das hat noch überall Unglück gebracht. Man spricht auch oft von der zweiten Zerstörung, dass eigentlich nach dem Krieg noch mal genauso viel zerstört wurde an Bausubstanz, wie eigentlich durch die Bomben zerstört wurde, durch eine bestimmte auch Nicht-Wertschätzung in Gründerzeitsubstanz. Die gesellschaftliche Fabrik, diese Metapher, ist, glaube ich, für unser heutiges Arbeitsleben und auch für unsere heutige Stadt und Stadtentwicklung und die Organisation der Arbeit und die Performance dieser Arbeitsorganisation ganz, ganz wichtig. Ja? Weil diese Metapher, dass plötzlich, im Englischen ist es so schön, also für mich zumindest so, the factory is spilling out into the city. Ja? Also es schwappt über. Ja? Und die ganze Stadt, ja, die ganze Gesellschaft wird plötzlich Produktionsraum. Ja? Und Jacques' body of work, Architecture, is a rare and early document of how modernist principles were implemented into Nigeria's urban spaces, but it also demonstrates how Nigerians appropriated the promises of modernity inherent in modernist architecture to the Nigerian post-colonial context.